Wir machen uns auf den Weg in den Wintersportort Mammoth Lakes. Nicht um Forellen zu fangen, sondern um das Permit für die nächste Tour abzuholen. Irgendwie scheinen das Mammut und das Hotel im Alpenstil nicht recht zueinander zu passen. Die Skistation ist im Sommer ein Mekka der Mountainbiker. Wir haben jedoch die fernen Berge in der nach dem begnadeten Landschaftsfotografen benannten Ansel Adams Wilderness im Blick. Wieder müssen alle Ausrüstungsgegenstände und der Proviant für 4 Tage in den Rucksäcken verstaut werden. Mit den spektakulären Basaltsäulen des Devil's Post Pile liegt eine vielbesuchte Attraktion gleich am Trailhead. Ein sich sehr langsam abkühlender Lavastrom ist vor 100.000 Jahren zu den regelmäßigen Gesteinsformationen erstarrt. Schon bald lassen wir die Touristenströme hinter uns und genießen die Ruhe des Waldes und die warmen Sonnenstrahlen. Während des Anstiegs haben wir noch keine Ahnung von der atemberaubenden Landschaft, die uns am Minaret Lake erwartet. Die Morgenstimmung, die wir direkt von unserem Logenplatz erleben, ist kaum in Worte zu fassen. Wir brechen nun zu einer Etappe auf, die uns zu mehreren Seen vor der Kulisse der Minarets genannten Feldspitzen führen wird. Aber auch die letzten Sommerblumen sind eine Augenweide. Der unterhaltene Trail geht bald in einen vagen Pfad über und verliert sich schließlich ganz, als wir unter dem Clyde Minaret weiter aufwärts kraxeln. Weglos oder Cross-Country, wie der Amerikaner sagt, klettern wir über die Blockhalden am Cecil Lake. Dann liegt der Iceberg Lake unter uns. Der steile Weg hinab ist nicht ganz einfach und führt durch ein abschüssiges Schneefeld.
Zum Edisa Lake geht es dann aber wieder auf einem deutlichen Trail. So können wir die Blicke zum Gipfelduo von Banner Peak und Mount Ritter ausgiebig genießen. Der dichte Wald im Tal des Shadow Creek ist dann eine willkommene Abwechslung. Am Ende dieses spannenden Tages kommen wir zum Garnet Lake, an dessen Ufer wir unser Lager für die Nacht einrichten. Erneut ist der Tagesanbruch eine Stunde mit ganz besonderem Zauber. Und auch noch nach unserem Aufbruch gehören die Blicke über den See zum Banner Peak zu den großartigen Momenten dieser an Höhepunkten reichen Tour. Wir brauchen weniger als 2 Stunden, um vorbei an kleineren Seen unser Tagesziel am Thousand Island Lake zu erreichen. Schnell haben wir einen fantastischen Zeltplatz gefunden und starten um etliche Kilo erleichtert zu einem Ausflug. Zunächst durch ein sanftes Hochtal, dann über raue Blockhänge suchen wir uns eine Route zum North Glacier Pass. In einer kargen Hochgebirgsszenerie liegt der Lake Catherine, in den der zwischen Mount Ritter und Banner Peak eingezwängte Gletscher mündet. Beim Abstieg nutzen wir den klaren Bach zum Auffüllen unserer Wasserflaschen. Dann bemerken wir, dass uns aufmerksame Augen beobachten. Das neugierige Gelbbauchmurmeltier hat sich offensichtlich schon eine ansehnliche Speckschicht für den nahenden Winter angefressen. Vielleicht sind es nicht wirklich 1000 Inseln, die im blauen Wasser verteilt sind, aber ein herrliches Bild geben sie allemal ab. Am späten Nachmittag kehren wir zu unserem Zelt zurück, erfüllt von dem großartigen Gefühl, an solch einem Ort die Nacht verbringen zu können. Auch am nächsten Morgen bleibt uns das Glück mit dem traumhaften Wetter treu. Thank you.
Es fällt schwer, diese traumhafte Umgebung zu verlassen. Doch es liegt eine lange Schlussetappe vor uns. Ein putziger Pfeifhase scheint uns Goodbye sagen zu wollen. Wir folgen den gut beschilderten Wegen zunächst durch Wälder, in denen sich Maultierhirsche anscheinend sehr wohl fühlen. Dann wandern wir auf einem Panoramaweg hoch über dem Tal mit herrlichen Blicken zu den Bergen, die wir in den vergangenen Tagen aus der Nähe bewundern konnten. In einem Einschnitt kommt bald der tiefblaue Shadow Lake in Sicht. Doch dann wird es Zeit, ins Tal hinabzusteigen. Auch die Wilderness Area lassen wir hinter uns und folgen lange dem San Joaquin River zurück zu unserem Ausgangspunkt, wo unsere Tour zu Bilderbuchlandschaften im Herzen der Sierra Nevada endet.